Ja, so schnell kann das gehen, wenn man denn merkt, dass du wieder aktiv bist. Mhm. Ich finde es lustig, wie schnell sich das umspricht. Okay, ready? Weißt du, es gibt doch nichts Gemeineres als eine Community. Ja, genau. Erklärt, wir haben wieder Tross gegen Tross, Pew3 auf der Metalopolis. Schade, dass ich die Dings nicht mehr habe. Du rauscht gerade ziemlich, Baba. Ich rausche, das kann sein, dass ich rauche gerade, ja. Das kann sein, dass ich dann ein wenig rausche. Ich versuche es zu unterdrücken. Hörst du mich noch? Mhm. Das ist sehr gut. So. Wir sind Metalopolis. Wir sind Crytome gegen Telvi. Und wir sind wieder Protoss gegen Protoss, als hätten wir das nicht gerade eben schon gehabt, aber naja, wir sind ja gespannt, wie das wird. Ich habe jetzt nicht ins Profil von Crytome geguckt, aber er hat behauptet, er verliert eh alle Games. Vielleicht hätten wir Telvi mit Handicap spielen lassen sollen. Das wäre mit Sicherheit eine Alternative gewesen, aber wenn Crytome sich zutraut, Telvi zu schlagen, dann sollte das auch so möglich sein. Ja, definitiv. Ich überlege mir gerade, ob ich mir noch ein Schlückchen Wein einschenke, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Alles, was zur Unterhaltung der Zuschauer trägt, würde ich sagen. Sonst tut meine Caster-Qualität noch weiter abnehmen. Und wir haben Cross-Posi, was wieder mal auf Makro-Game schließen lässt. Das wird mit Sicherheit interessant. Wir hoffen es. Und ja. Wir haben die mit Metalopolis und ich bin total... Ich weiß nicht. Du bist sprachlos, möchtest du sagen? Nein, ich bin nicht sprachlos. Ich bin... Ich bin glücklich und froh, mal wieder zu casten. Ich habe es ja ewig schon nicht mehr getan. Und das ist so. Weiß nicht, wenn dir Sachen Spaß machen, dann freust du dich, wenn du sie wieder machen darfst. Beziehungsweise allgemein wieder machst. Ich durfte ja die ganze Zeit, aber ich wollte einfach nicht. So. Ja, wir haben hier die erste Scouting-Action. Beide haben relativ zeitgleich ihre Probes auf den Weg gesendet und ja, sie werden wohl auch relativ zeitgleich, wenn jetzt nicht Crytome hier, ich glaube Crytome muss das um, ja, ach Gott, ich bin nicht gut, Crytome hier so ein bisschen gescoutet hätte, oh mein Gott, ich hatte Probleme mit meinem Redefluss, wie gesagt, ein bisschen Wein habe ich schon intus so und ja, das merkt man mir auch deutlich an. Meine Casterqualitäten lassen heute ein bisschen zu wünschen übrig, genauso wie meine Spielqualitäten. Ich war heute grottenschlecht. Ich habe übrigens auch an dem Cup mitgespielt, den wir gerade noch geladen haben. So, hier wird die Probe vernichtet von den Crytome Probes. Und ja, Telvi hat eine Probe verloren. Tja. Macht aber gar nichts, da er sowieso mit einer Probe im Vorteil war. Jetzt nicht mehr. Dementsprechend wieder. Es steht 15-15. Allerdings hat Crytome seine immer noch zum Scouten unterwegs. Telvi schickt eine neue los. Warum auch immer. Wird wahrscheinlich einen Proxy-Pile noch in Auftrag geben, den er gerade mit der einen nicht mehr hingekriegt hat. Vielleicht hinter den Rauch. Denn hinter den Rauch, da ist noch kein Pile. Ja, er läuft auf jeden Fall am Rande der Base entlang. Wie man an einem Waypoint sehen kann. Da wird gleich ein Pile hinkommen. Aber Nixcore ist noch nicht da. Wenn nicht Crytome ja. Sieht, durch dass er da jetzt ein Pile gesetzt hat. Und dann kommt der erste Setup. Und wir haben einen Lag von Crytome. Crytome hat aber schon sein Cybernetics fertig. Ist also ein bisschen fixer als Telvi gerade. Fehlt dafür aber irgendwie noch ein Gate.
das jetzt kommt. Jetzt kommt. Ja. Ich bin gespannt, der Paladin immer noch nicht unterwegs. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Die Warp-Gates sind gechrono-boostet, da kommt was. Ich auch nicht. Jetzt kommt er. Jetzt, da ist er. Und hier kommen jetzt wieder ein paar Gates dazu, zwei Gates, um genau zu sein. Das heißt, oh Gott. Diesmal stellen wir aber ein Vorbild. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Und Crytome hat hier jetzt ein weiteres Gate in Auftrag gegeben. Und hier kommt die erste Sentry. Und ahnt anscheinend nicht mal etwas von dem Pylon hinten. Baut sich schön vorne auf an seiner Choke. Und wartet. Ah, da kommt der Pylon. Man merkt, dass er Frodo Cast gebucht hat. Denn man weiß ja bekanntlich, dass man hinter dem Rauch immer einen Pylon setzen sollte. Denn dann hat man die Vision. Aber er macht nichts gegen diesen Pylon. Er sieht ihn, aber er macht nichts dagegen. Und das würde ich gerne sagen, das ist ein episches Fail. Jetzt hat er bemerkt, jetzt setzen sich der Stalker, die Sentry und der Zealot in Bewegung. Gehen sie auch dahin? Gehen sie? Ja, sie gehen. Sehr interessant, Telvi nutzt den Rauch selbst aus, um hinten einen Hidden Pylon zu spielen, hat aber seinen Rauch auch komplett ungescoutet. Ja. Oh, da ist gerade was. Sehr risky. Da sind die ersten vier Zealots, die Sentry auseinandernehmen. Und hier auch schön Druck machen auf den Gegner Crytome. Jetzt fällt der nächste Stalker, da werden wieder Einheiten reingeworfen. Und ich denke, dieses Game ist schon irgendwie gelaufen, oder? Es ist, ja, das wird schwierig für Crytome, das noch irgendwie zu drehen. Da kommen die nächsten drei Stalker, die jetzt den ersten Zealot auseinandernehmen. Der zweite fällt auch, dafür fällt ein Stalker. Und Crytome zieht die Drones dazu, jetzt kommen die anderen Zealots dazu, das dürfte gleich gelaufen sein. Ja, das dürfte auf jeden Fall gelaufen sein. Hier kommen die nächsten Zealots und die werden hier einen kurzen Prozess mit den Probes machen und da kommt das DG von Crytome und wir hatten ein sehr schnelles Game. Ja, das war schneller als gedacht. Sehr schnell, also das war ja richtig fix. Es hat gerade mal 8 Spielminuten gedauert. War richtig schön mal wieder. So, ich gucke mal wieder ins IRC. Ich finde es ja immer wichtig, wenn man guckt, was die Leute da so schreiben. Ja, Pirate ermahnt mich gerade. Ich weiß, Rauchen ist ungesund, aber was will man gegen seine Süchte machen? Wir suchen weiter nach Gegnern. Oder nach Leuten, die spielen. Wir haben Bio 3, sehr schön. Ich sehe gerade, dass wieder einige gegangen sind, aber ist mir egal. Ja, das ist schade, auf jeden Fall. Ja, aber wir können uns darauf nicht festlegen. Dass alle Leute im IRC bleiben, wir haben immer noch 17 Zuschauer. Es ist fast mehr als, ein Stream hat noch mehr Zuschauer als wir, aber das werden wir dem Abend noch toppen. Leute, sagt euren Freunden Bescheid, Kira streamt und das ist doch mal ein Event zum neuen Jahr, oder? Ich bin gerade leicht verwirrt durch den Chatverlauf im IRC. Warum? Es scheint wirklich eine große Diskussion ums Rauchen zu geben. Tja, siehst du mal, da sorgen sich ganz viele Leute um deine Gesundheit. Tja, ich muss wirklich sagen, ich bin gerührt. Ich habe immer gedacht, es sorgt sich nur um meinen Arzt, um meine Gesundheit. Naja. Ja. Siehst du?
sorgen sich auch noch andere Menschen um deine Gesundheit. Finde ich sehr sympathisch. Mal davon abgesehen, dass wir, nein, ich möchte dich jetzt nicht als angehender Alkoholiker hinstellen, aber... Ey! Also, ein Gläschen Wein soll ja gesund sein. Genau. Ich habe ja gerüchteweise gehört, dass einige der Leute, die bis jetzt am längsten so oft auf der Welt täglich ein Glas Wein getrunken haben. So was sagt man nicht. Da tust du doch die Leute... Ich animiere ja nicht, ich habe es nur gehört. Es gibt Gerüchte, die so etwas behaupten. Okay. Ich selber trinke ja eher selten. Das ist gar nicht. Dafür rauche ich. Ja. Auch wenn ich selber glaube, dass das nicht unbedingt mein Leben verlängert. Das glaube ich auch nicht. Nein, ich habe mir gerade wirklich noch überlegt, ob ich mir noch ein halbes Glas vielleicht geben sollte. Dann wird es nur lustiger für euch. Also gerade eben hatte ich schon leichte Probleme mit dem Sprechen und es wird auf jeden Fall immer mehr, je mehr ich trinke. Ich würde mich freuen. Denn auch zu meiner Unterhaltung trägst du damit bei. Leute, schreibt mich damit an. Nein, ich bin nicht betrunken. Ich bin ein bisschen angeheitert vielleicht. So, das zweite Game startet. Und es laggt. Crytomb laggt wieder. Das ist nicht gut. Ja, du darfst jetzt die solltest Map... was am Internet tun. Du darfst jetzt die Map-Abklärung machen. Du darfst jetzt auch sagen, was hier alles los ist. Und ich lehne das mich ein bisschen zurück. Ist super. Du bist so großzügig. Gut, wir spielen Xel'Naga Caverns. Ja, relativ kleine Map. Ich gehe davon aus, dass beide früh versuchen, Druck zu machen. Gut, Fanta muss den Stream noch kurz ausmachen. Du wirst uns doch wohl nicht belauschen. Gut, mach den kurz aus. Dann verlängert er damit mein wirres Gefasel. Dein wirres Gefasel, ja, finde ich cool. Genau. Ja, was gibt's zu der Map sonst noch großartig zu sagen? Es ist eine kleine Map. Ich mag sie nicht. Und Punker findet, dass du von Schluck zu Schluck sympathischer wirst. Ja, ich merke. Und Telvi sollte sich ein bisschen beeilen. Aha. Und leckt den hier raus. Ja. Gut, ich schenke mir noch ein bisschen was ein, damit ich noch ein Stückchen sympathisch bin. Das ist herrlich. Darauf haben wir alle gewartet. Ja, damit scheinen beide auch wieder voll im Game zu sein. Die sollten tun die Übungs. Wenn ich das nochmal nach den Worten, beziehungsweise mit den Worten von Revex beim 51-Feldcup Nummer 8, glaube ich war es, oder Nummer 9, lasst mich nicht lügen, sagen darf, hier ist die Bananenkurve. Und mittlerweile habe ich sogar gehört, dass selbst Frodo das in seinen Wortschatz, glaube ich, mit reingenommen hat. Ich glaube, es bei ihm auch schon gehört zu haben, dass das hier die Bananenkurven sind. Hier ist das übrigens sehr schön für Zergs. Ich spiele ja selber Zergs, deswegen interessiere ich mich absolut für Zergs. Da ist es ja sehr schön, da kann man dann von beiden Seiten attacken. Man kann von der Bananenkurve herkommen oder man kann von hier oben kommen. Aber ich habe es bisher jetzt noch nie wirklich gesehen, dass die Bananenkurve tatsächlich auch so genutzt wurde. Ja, es kommt zwischendurch vor, dass ein Tosma irgendwie ein Two-Gate oder sowas da hinten drin versteckt. Oder auch vom Terra habe ich es schon einige Male gesehen, dass sie dann da hinten ihre Racks hinfliegen. Und dann von da aus starten. Aber ansonsten, glaube ich, wird die auch wirklich weniger benutzt. Also, außer um eventuell einen eintauernden Toss mal zu stressen von da hinten. Aber auch das weniger sollte trotzdem.